Also sowas habe ich in meinen über 75, 76, 77 Jahren noch nicht gesehen. Man sieht hier eindeutig die Bissspuren. Ihr seht, bis da hat er ihn schon geschnappt. Also was hier für Monster sind, er schätzt ihn auf 3 Meter, sie haben es auf Video. Da ist ein Großer hinterher. Da hängt ein Heilbutt am Heilbutt dran. Siehst du das? Da ist ein Großer dahinter. Der Große greift ihn klein. Der hält ihn fest. Oh. Der reicht mit dem Arm ab. Oh. Jetzt 9 Uhr ist die Begrüßung der ganzen Gäste, 65 Gäste, die bei dem ersten Teil des Salztraumfestivals jetzt dabei sind. Ja, jetzt geht's runter auf die Terrasse, auf die große vor dem Salztraum und dann schauen wir mal, wie das Jahr 23 beim Salztraumfestival wird. Du, immer, die Spannung ist ja immer da, obwohl es ist ja mittlerweile das 9. Festival und ich bin, glaube ich, bei allen dabei gewesen. Einmal haben wir das ja wegen Corona in den Herbst verschoben, da war ich leider nicht dabei. Aber sonst sind immer viele alte Gesichter hier, die kommen alle erwartungsvoll hierher. Wetter scheint mitzuspielen. Jedes Mal ist man natürlich wieder aufgeregt und gespannt und die ersten Fänge wurden auch schon getätigt. Frank Selenk hat schon heute Nacht ein Heilwood gefangen, also das lässt schon mal hoffen, dass die Gäste nachher alle zufrieden nach Hause fahren werden. Ich begrüße euch jetzt erstmal alle zu unserem inzwischen 9. Salztraum-Festival hier am Salztraum bei Bode. Leute, ich freue mich natürlich auch, dass ihr alle wieder hier so zahlreich seid. Das beste Wetter ist extra für euch bestellt, hier wieder seid beim Salztraum-Festival. Da geht was. Das wird gut. Moin aus Norwegen. Ich begrüße euch vom 9. Salzstraumfestival hier aus der Anlage Salzstraumbrügge. Gemeinsam mit Angelreisen Hamburg und dem Team Daiwak sind wir hier oben im Norden, um eine Woche mit den Teilnehmern das Festival zu begleiten. Inzwischen ist das 3. Wiegen und Messen und was da alles für tolle Fische schon gefangen wurden, schauen wir uns jetzt mal an. 72. 1,02 Meter, 1,21 Meter Heilbutt. Jeden Tag kommen hier Heilbutts. Also ich meine, alle, die nach Nordnorwegen fahren, träumen davon, Heilbutt zu fangen. Und die Leute erleben alles Mögliche. Wir hören ja die tollsten Geschichten hier mit Vorfachbruch und Biss gekriegt und Schnur gebrochen und Rute gebrochen. Also die Dinge erlebt man hier. Aber die damit das Gerät so zusammenstellen, dass sie die Fische, die sie fangen mögen, auch rauskriegen, die zeigen uns hier jeden Tag was schöne Heilbutts. Genau. Und vor allen Dingen eben viele Heilbutts, die in den letzten 2 Tagen gekommen sind. Unter anderem eben auch Heilbutte bis über 2 Meter. Ja. Also das ist schon außergewöhnlich. Ja, ich sehe es ja, aber das gibt's doch gar nicht. Das ist eine alte Grede. Nein, super. Petri. Wer hieß der Feller? Alter Falter. 2,20 Meter Heilbutt. Wahnsinn, gleich am ersten Tag. Der Fänger. Ja, was soll ich denn sagen? Danke an das Team hier, die das alle organisieren. Und hier an die beiden, sonst hätte das nicht geklappt. Ihr habt ja gehört, einmal Landeversuch mit Haken aufgehoben, Landehaken. Der Fisch ist super released, Zirkelhook ist auch draußen und der schwimmt wieder. Und dann haben wir in diesem Jahr eben auch eine Neuerung. Wir haben alle Bootsmannschaften in Teams aufgeteilt. Und jedes Team hat sich dann einen mehr oder weniger witzigen Namen gegeben. Team Talentfrei, die Strammen Jungs, die Quaite Crew, die Supersuckers. Und wir machen ja einen Wettbewerb und das Schöne ist, also sie müssen ja 4 Fischarten bringen und eine Crew hat jetzt schon beim 3. Wiegen alle 4 Arten gefangen. Also die brauchen jetzt nur noch auf Resultatverbesserung fischen. Genau, also die haben schon ordentlich zugeschlagen. Und morgen als Besonderheit, morgen fahren wir, es sind ja viele Neuankömmlinge hier, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und das Wetter ist so, dass wir morgen mit denen gemeinsam offshore fahren in ein Revier, von dem wir hoffen, dass da alle ihre großen Fische fangen. Bisher hat es immer geklappt. Also die Leute, wir begleiten die, führen die ins Revier, erklären ihnen, wie sie da fischen wollen. Und jetzt kommt der nächste, schon wieder mit dem Heilbutt hier angeschleppt. Also es wird richtig Spaß, hier zu messen und zu wiegen. Dorsch 1,10 Meter, Seelachs 94. 89. Waren heute Nacht draußen. Und ja, heute Morgen um 4 Uhr ungefähr haben sie ein bisschen. Sehr schön. Im flachen 10 Meter. Kameraden, ahoi. Ahoi, ahoi. Wir haben noch gar erst gefrühstückt. Naja, wer kann seiner Einladung widerstehen, auch wenn es noch vormittags ist, aber
norwegische Hotdogs, leckeres Getränk. Gleich nach dem Messen geht's dann raus. Wundervolles Wetter, müssen wir ausnutzen. Heute Traumbedingungen, super Wetter, super Wind. Das bedeutet für uns dann auch immer eine gemeinsame Ausfahrt mit den Gästen und dann richtig weit raus. Wir haben heute kurz Guiding-Boot als Zusatzboot und unsere Gäste im Schlepp. Und jetzt probieren wir mal offshore, was geht hier. Then we're going outside to the islands, outside Bliksvær. See if we can find any big fish. Try to fish a little bit deeper, all right. 60 to 100 meters. Wir haben so ein Traumwetter, dass man sogar die komplette Lofotenkette im Hintergrund sieht. Also Traumbedingungen. Allerdings null Drift, das heißt, wir werden wohl irgendwann auf Rotbarsch auch gehen, weil ohne jegliche Drift ist die andere Fischerei relativ kompliziert. Aber wir schauen mal. Also die Bedingungen sind traumhaft. Ich werde mich wahrscheinlich gleich erstmal aufs Sonnendeck legen. Der Plan ist, Köderfische fangen. Und wenn ihr wollt, habt ihr was für Rotbarsch mit dabei? Ja. Weil wir ja Nulldrift haben. Ja. Und das ist perfekt für Rotbarsch. Das Wasser ist spiegelglatt. Wir nutzen jetzt einfach die Gunst der Stunde. Probieren ein bisschen auf Rotbarsch, fahren schön 130 Meter Berg an. Drumherum so 160, 170 Meter. Das müsste eigentlich funktionieren. Und wie gesagt, bessere Verhältnisse können wir dafür nicht haben. Nachher kommt ein bisschen Wind auf, dann geht's wieder auf die Butt. Gucken wir, ob der Plan aufgeht. Also die Tage, die kann man sich im Kalender rot anzeichnen, wenn man hier oben am Nordmeer solche Bedingungen herrscht. Also das ist natürlich für das Angeln wieder tödlich. Also man braucht schon eine gewisse Drift. Wir liegen hier im Augenblick auf dem Fleck, das ist auch ideal zum Rotbarschangeln, aber man muss natürlich auch erstmal die Rotbarsche finden. Das wünscht man sich als Rotbarschangler, solche Bedingungen. Aber sonst normalerweise mache ich es lieber, wenn man eine gewisse Drift hat. Also man muss Strecke machen, aber man kann sich nicht aussuchen. Wir sind froh, dass die Sonne scheint. Tim auch 10 drüber? Oh, Tim hat. Ja, da sind sie, die Roten. Zielfisch. Das war der Plan. Absolut dedikater Speisefisch. Direkt an der zweiten Stelle stiegen die Kollegen ein. Ja, ne? Relativ tief, aber davon wollen wir jetzt noch mehr. Und Rotbarschangeln fordert schon den ganzen Angler. Ja. Du weißt erst am Ende, was hochkommt. Sunshine. Let the good ones, don't worry, take it easy. Spannung, Spannung, Spannung. Angeln auf Rotbarsch eigentlich. 110, 120 Meter Berg. Biss gehabt wie so oft, aber der hat zweimal wirklich Schnur genommen. So, das ist die letzte Line, die letzte Farbe. Der kommt. Gut. Ja. Small one, but something to eat. Minimum size. Ja. Oh. Tiefseeboot. Ja, aber ich habe hier natürlich auch das Jiggle-Rudel. Also auch kein Monster. 75 Meter mit vielen Köhlern, glaube ich, über Grund, in Grundnähe und dann ganz klassisch mit dem Pilger einmal durchsacken lassen, zweimal angeliftet, bumm. Also auf ja, traditionelle Art, würde ich sagen. Petri. Da ist er. Und die Bremse ist komplett zu, was den Fisch relativ wenig interessiert, weil es eine 30-Pfund-Rute und ja. Das wird mir schon länger dauern, glaube ich. Hammer. Immer kurz vor Toreschluss, weißt du? Ja. Nee. Nee, aber dafür sind wir ja hier. Nee. Hat ordentlich Spur genommen? Ja. Die Bremse ist halt wirklich komplett zu. Also, war ein relativ kurzer Biss. Bisschen gezuppt, leicht angekurbelt und sofort runter.
Ja, das sind ja die besten. Ja. Wenn sie gleich sitzen. Na, jetzt musst du nur ruhig bewahren. Die Bremse vernünftig einstellen, den Fisch drillen. Wenn er eine Flucht macht, lass ihn laufen. Hier kann ja nichts passieren. Notfalls muss der Kapitän hinterherfahren, wenn er zu rasant flüchtet. Die heiße Phase ist ja, wenn er nach oben kommt. Dann darf man nicht gleich an, wie so ein Wilder da mit dem Gaff oder rein, erstmal gucken, ob der Haken ordentlich sitzt. Und meistens macht er dann noch eine spektakuläre Flucht. Und er soll sich auch ein bisschen auskämpfen, damit man ihn dann ja vernünftig vermessen kann, landen kann. Wichtig ist ja erstmal sehen. Ne? Oh, the bad boy. It's a fucking huge one. Alter! That's a big one. Nice one. Nice one. So, he's going now. Yeah. Come here. There he goes. Once more. Hammer! Was für ein tolles Revier. Solche tollen Fische. Ganz vorsichtig rausgeholt. Der geht auch gleich wieder schwimmen. Mega, 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 mega. Mehr geht nicht. Beautiful fish. Ja. Great job, Kurt. Thank you. Bye, boy. Oh, wow. Ja. It was okay. Thank you, man. It's a nice fish. Auf zur Nachtschicht. Aber nur zu zweit. Farbenfrohe Mitternacht hier. Wunderschöner Tangdorsch bei, ich glaube, knapp 10 Meter Wassertiefe, unweit der Anlage. Und bei diesem Farbenspiel sind die Dorsche doppelt so schön. Hammer. Endlich hat es geklappt. Wir sind jetzt heute Abend noch mal rausgefahren, um ein paar Pollack zu finden, weil wir uns damit echt schwer getan haben bisher. Und hier dritte Untiefe. Endlich haben wir sie gefunden, die Bronzebarren. Wunderschön. Hammer. Petri, mein Lieber. Danke.
Überragend gut. Sehr gut, ja. Ich kann mich nur anschließen. Okay, wir wollen euch einmal unser optimales Setup für den Salzstrom vorstellen. Beläuft sich eigentlich auf drei wirklich unterschiedliche Routen. Das heißt, zum einen die, ich nenne sie persönlich immer die Spaßroute. Ist hier eine Route bis 50 Gramm mit einer 4000er Rolle. Hier die Caldia SW, die nagelneue. Für Pollack, für Meerforelle, wenn ihr wollt. Also wirklich das leichte Angeln mit kleinen Gummifischen. Perfekte Pollack-Köder habt ihr meist auf Tiefen zwischen 1 und 6 Meter. Das heißt, wenn ihr damit 60, 70 Gramm seid, ihr sofort im Kelb drin. Macht keinen Sinn. Und darum wirklich diese leichte Route, leichte Rolle. Damit seid ihr flexibel und habt eine Riesenchance auf Pollack. Das ist halt leichtes, tolles Angeln. Nächste Route, so der Allrounder. Eine Pilkroute, hier eine Grand Wave, auch als Travel. Bis 250 Gramm. Da dran die BG MQ als 6000er. Die eierlegende Wollmilchsau. Könnt ihr auf Heilbutt, könnt ihr hier auf Seelachs mitgehen, ihr könnt auf Dorsche pilken. Also wirklich mit dieser Route geht pauschal mal so alles. Immer als Backup haben, gerade wenn die Seelachse ein bisschen tiefer unterwegs sind, bis 250 Gramm. Das heißt, da könnt ihr auch wirklich einen großen Pilker dranhängen, um Speedpilken zu machen. All diese ganzen Sachen seid ihr damit immer auf der sicheren Seite. Und last but not least, das absolute Arbeitstier. Die Sealine Extreme, auch als Travel, hier eine 30 bis 20 oder 20 bis 30 Lips, gibt es auch noch bis 40 Lips, eignet sich halt zum, ihr seht es hier selber, ein Vorfach dran für einen großen Naturköder, das heißt einen großen Seelachs als Überbeißer, für Heilbutt, ihr könnt damit selbst Tiefseeangeln machen, das heißt auf Rotbarsch, überhaupt kein Problem, die 30 Lips bis 600 Gramm hält sie ohne Probleme aus. Wenn ihr noch tiefer runter wollt, nehmt die 40 Lips, damit seid ihr immer auf der sicheren Seite. Da könnt ihr auch über 1000 Gramm dranhängen. Das heißt, für Rotbarsch, für Heilbutt, große Gummifische könnt ihr auch alles mitfischen. Und das sind halt so diese drei Routen. Als optimales Setup für den Salzstrom passt das Ganze. Und dann entsprechend natürlich die Gummifische, wie gesagt, sei es die kleinen für den Pollack, sei es die großen hier, den D-Wolf als Goldflake. Mit dem Curly Tail immer ein Magnet für Heilbutt. Ist einfach so. Und auch große Dorsche mögen ihn. Und damit seid ihr hier super aufgestellt. So, unser 9. Salztraumfestival. Der erste Teil geht dem Ende zu. Dies Jahr, wie man sieht, wieder bei tollen Bedingungen, tollem Wetter. Und ganz besonders spannend war dieses Jahr, wir haben eine neue Wertung eingeführt, das ist die Teamwertung. Die Teamwertung kam, glaube ich, sehr gut an bei allen Leuten, vor allen Dingen aus dem Grund, weil fast alle Teilnehmer mit ihren Teams auch richtig Gas gegeben haben und keiner wollte sein Team halt hängen lassen. Wir haben ja schon mal eine kleine Auswertung vorweg gemacht, aber wir konnten eben noch nicht sagen, die Boote sind doch fast alle draußen. Um 15 Uhr ist das letzte Wiegen und da ist man natürlich nie von einer Überraschung gefeit. Es ist ein bisschen komplizierter geworden, aber wir machen ja für die Gäste alles. Also wir wiegen zweimal am Tag, sodass jederzeit die großen Fische angelandet werden können zu den Wiegezeiten. Und wie gesagt, Sven schon sagte, die Teamwertung, keiner weiß genau, wo sie vorne liegen, so ist das eine gewisse Spannung da. Wir werden schon immer gefragt, was ist der größte Fisch oder wie, was, wo muss ich da? Ja, wir pitzen sie natürlich auch immer noch, dass sie nochmal richtig Gas geben. Nein. Aber wir haben alle zufriedene Kunden hier. Wir hatten gestern Abend noch mal einen netten Abend, wo wir dann eine Fischverkostung hatten und noch mal was über Fischverwertung erklärt haben. Also die Leute waren alle wunschlos glücklich. Es sind kaum mit Fragen zu uns gekommen. Also rundherum gelungen das Festival und wir freuen uns schon auf das 10. Apropos 10. Festival, das findet dann auch wieder im Juni 24 statt. Ich habe es auch schon auf unsere Seite im Internet, dann habe ich die genauen Termine für das 10. Festival dann schon bekannt gegeben. Die Unterkünfte hier sind top, die sehr Boote sind, alles super, sind ja. in Schuss, sind alles, das Filetierhaus ist großzügig gebaut, eine eigene Tankstelle gibt es hier. Also der Kaufmann ist fußläufig erreichbar. Richtig. Also. Und der im Shop oder in der Rezeption eben auch Angelgerät, wenn mal was fehlen sollte. Also im Prinzip von der Logistik her ist das die Top-Anlage einfach in Nordnorwegen. Und dann mit dem Salztraum direkt vor der Tür, spektakulär würde ich sagen. Was auch besonders war dieses Jahr, war die Anzahl und Größe der Heilbutts. Wahnsinn. Ich habe es noch nicht ausgewertet, aber wir haben... Also es ist unglaublich,
wie viele auch Heilboots so um 1,30 Meter fast oder bis 1,40 Meter gefangen. Also ich muss auch sagen, ich im fortgeschrittenen Alter habe noch kein Festival erlebt, in dem so viele Heilboote angelandet wurden in dieser Woche. Ja, wahnsinnig viele Heilboote. Und deswegen kommen die Leute doch her, um den König des Nordmanns aufzunehmen. Also wir haben jetzt spektakuläre Szenen gehabt, die Leute haben Spurbruch gehabt, Rutenbruch gehabt, Fische verloren sind natürlich immer die Größten, aber das ist hier im Revier doch das Salz in der Suppe. Ne? Der Ungeheuer des Nordmeers, den mal an der Angel zu haben, ist doch der Traum jedes Meeresanglers. Und so mit letzten Peng oder? Griechisch. Ja, sehr schön. Ordentlicher Bock. Wir hatten Überweiser. Ja. Überweiser auf den Boot. Über 200 Kilo Boot dran. Das war ein Boot. Also sowas habe ich in meinen über 75, 76, 77 Jahren noch nicht gesehen. Dass ein Heilboot auf so ein Überbeiß, also ist ein Wahnsinn. Also dann machen wir uns Gedanken über unser Köder, weil die sind viel zu groß. Ne? Und dann adaptieren die so ein Heilboot, weißt du? Ja. Man sieht hier eindeutig die Bissspuren. Ihr seht, bis da hat er ihn schon geschnappt. Also was hier für Monster sind, er schätzt ihn auf 3 Meter. Sie haben es auf Video. Und jetzt kommt er. Guckt euch mal die Platte an. Seht ihr die Platte? Kann nicht wahr sein. Guckt euch mal den Boot an. Auf Leinwand. Und jetzt kommt er wieder. Und er kommt wieder. Wenn meiner 1,20 ist, dann hat der 3 Meter. Also sowas. Also ehrlich. Kommt da hoch. Da ist ein großer hinterher. Ey. Da hängt ein Heilboot am Heilboot dran. Siehst du das? Ein großer hinter. Siehst du den? Große greift den kleinen. Der hält ihn fest. Boah. Ja, da, der will den immer noch. Der große Butt will den kleinen. Oh. Ah. Ich hab einen. Der wurde hinten angefressen im Drill. Jetzt ist es mein erster Heilboot in meinem Leben. Ganz stolz, bis nicht mal Ansage, gleich losgefeuert. Ja, war nicht so tief, kam auch relativ schnell hoch. Wie gesagt, zu den Jungs, muss ein Riesenheilboot sein. Der ist exorbitant schwer für meine leichte Rolle. Hier ist was faul. Ja, und dann sahen wir auch, wie ich euch eben schon auf dem Film gezeigt habe, das Wunder, da hängen alt hinten dran ein Heilboot. 2,50 Meter bis 3 Meter, schätze ich mal, irgendwas über 200 Kilo. Hammer, Hammer, geil. Ein Erlebnis, Natur pur, mehr ging nicht. Ganz deutlich Bissspuren zu sehen. Dann beginne ich mal mit unserer Siegerehrung, Preisverleihung. Erstmal vorab vom gesamten Team, von den Jungs vom Salztraum und von uns. Vielen Dank für die schöne Woche. Weil es, also ich fand... Ihr habt zumindest fischereilich die Sache rausgeholt. Bei uns war es ein bisschen. Wir müssen uns vielleicht demnächst mehr Tipps bei euch holen. Naja, Leute, es ist so generell so, wo es Sieger gibt, gibt es auch Verlierer. Wir sind aber alle Sieger. Wir haben hier in einer Woche in einigermaßen passablem Wetter eine wunderbare Natur, Highlights erlebt. Das ist der schwerste gefangene Fisch. Auch wieder ein Heilboot. 31 Kilo. Familie. Mit 421 Punkten Team Grätendampf hat ihn geschlagen. Sehr cool. Ja, herzlichen Glückwunsch. Immer. Danke. Auch dir. Vielen Dank. Also das Team vom Tollense Seeriff mit 426 Punkten. Platz 1. Glückwunsch, danke. Kommt vom Herzen. Danke. Ja, mir geht nicht. Sehr cool. Und Freunde. Perfekt. Das 9. Salzstraumfestival von Angelreisen Hamburg und dem Team Diver geht zu Ende. Hier in der Anlage Salzstraumbrügge. Die Gewinner sind ermittelt, die Preise verteilt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr hattet Spaß. Alle Infos zum 10. Festival findet ihr unten in der Beschreibung. Gebt uns ein Like, kommentiert, abonniert den Kanal.
Wir sind raus und sehen uns demnächst.